erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Und die habe ich jetzt noch gar nicht durchgelesen, dann machen wir das nochmal zusammen. Sie kommt von Florian und sie heißt: Hallo zusammen, ich würde mir so gerne ein paar Kois über 100 cm in meinen 120 Kubik Teich setzen. Aber leider sehe ich immer nur alles darunter, also von der Größe wahrscheinlich. Wenn man die Videos ansieht, dass manche zu zweit einen Koi aus der Wanne tragen, da werden die Augen halt groß. Meine Frage ist, wie komme ich an ein solch schönes Prachtexemplar heran und was kosten mich diese? Des Weiteren habe ich noch ein Foto von meinem Teich hinzugefügt. Diesen betreibe ich mit einer 100 Watt Rohpumpe und zwei selbstgebauten IBC-Filter. Der Teich ist glasklar seit Anfang 2019, hatte vorher sehr viele Probleme, dieses Wasser klar zu bekommen, da ich keinen Bodenablauf hatte. Nun habe ich mir nachträglich einen umgekehrten eingebaut, der in meinem Skimmer mitfließt. Wenn ihr mal in der Nähe seid, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Kaffee und Tee sind immer parat. Ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Besten Dank im Voraus für die Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Florian. Ja, lieber Florian, große Koi sind teuer. Und es ist wie immer, bei großen Koi entscheidet natürlich nicht nur die Größe, sondern die Gesamtqualität. Und Konishi, Choji Konishi, mit dem hatten wir ein Gespräch in Japan, gerade über die Preise von großen Koi, wo wir die einzelnen Naturteiche abgefischt haben. Ich bekomme da von jedem Fisch immer gleich den Preis. Und ich sage es jetzt mal frei raus, ein 100 cm Koi kann zwischen 10.000 Euro, 8.000 Euro, das ist, sagen wir mal, das günstigste, bis hin zu 50.000 Euro kosten. Das ist so die Oberkante. Wenn man jetzt ganz spezielle Exemplare hat mit 110 cm, 108 cm, kann es auch gut und gerne mal darüber hinausgehen. So, was macht der Qualitätsunterschied? Konishi hat es auf den Punkt gebracht. Der hat mich angeschaut und hat gesagt, es gibt 100 cm Koi, die haben deine Figur, Martin, die will kein Mensch, das sind die günstigen. Und dann gibt es die 100 cm Koi, die sehen aus wie ein Sumo-Ringer und das sind genau die, die die Gefragten sind. Also das Körpervolumen. Wenn man jetzt einen 100 cm Koi, und das sind ungefähr 100 cm, und der ist schlank, dann hat er bei weitem nicht die Wirkung, wie wenn es jetzt eines der Exemplare ist. Ich glaube, den größten Umfang, den wir mal beim Karashi-Koi gemessen haben, war rund 1 Meter oder 1,2 Meter, ist allerdings schon ein paar Jahre her. Jetzt können Sie natürlich sagen, um Gottes Willen, wie kann so ein Fisch 50.000 Euro kosten? Aber wenn Sie jetzt mal hergehen und einfach sagen, wir vergleichen es jetzt mal mit einer Hundezucht. Ja, ein Hundezüchter hat das Tier, das er für 1.000 Euro verkauft, hat er 2 Monate und nach 2 Monaten gibt er es ab. Ein Koi-Züchter, bis der mal ein Traumkoi mit 100 cm und Riesenkörpervolumen produziert hat, da vergehen 7, 8, 9 Jahre. Wenn wir jetzt mal die 1.000 Euro, was der Hundezüchter innerhalb von 2 Monaten bekommt, nur auf ein Jahr hat er schon 6.000 Euro. Jetzt sagen wir 8 Jahre, 6 mal 8 sind 48. Dann würde es, wenn man so eine dämliche Rechnung macht, und die ist wirklich dämlich, aber zeigt vielleicht auch, welches Risiko so ein Koi-Züchter gehen muss, wenn der Hundezüchter jetzt auch so lange auf das Tier aufpassen müsste und jede noch so kleine Verletzung, jede noch so kleine Fehlentwicklung den Preis dramatisch schmälern würde, dann kann man sich schon vorstellen, warum ein Koi-Züchter sagt, wenn ich jetzt 8 Jahre lang auf das Tier aufgepasst habe, wenn ich es 8-mal in Naturteich gebracht habe, wenn dieses Tier Unmengen an Futter vertilgt hat und wenn in den 8 Jahren hat wirklich nichts passieren dürfen, was den Wert mindert, dann sagt er einfach, gebt mir 50.000 Euro oder der bleibt bei mir. Ja, dann bleibt er bei mir, dann genieße ich ihn, habe ihn vielleicht für Ausstellung oder im besten Fall dann auch für die Zucht. So einfach ist es. Und ich kann Ihnen aber auch sagen, diese Exemplare, wo dann wirklich diese Preisklasse erreichen, da haben wir jedes Jahr vielleicht 1, vielleicht 2. Aber ich kann Ihnen auch sagen, die werden jetzt nicht verkauft, dass die Leute Schlange stehen, sondern das sind dann auch eher einzelne Verkäufe, die da immer mal wieder stattfinden. Wobei es bei Konishi so war, und das haben wir auch schon mal berichtet, da war dann tatsächlich irgendwann mal ausverkauft. Da ist nicht mehr so viel nachgewachsen wie eine Zeit lang in der wirklichen High-Phase, was Super Jumbo Karashi-Koi anging. Und dann hat Konishi irgendwann mal gesagt, jetzt halte ich wirklich die besten Tiere zurück, die werden jetzt nicht mehr verkauft. Jetzt müssen wir wieder 100 cm Koi produzieren, weil das ist natürlich auch ein Aushängeschild für die Konishi Koi Farm. Wenn die Kunden aus aller Welt auf der Konishi Koi Farm aufschlagen, dann wollen die auch so ein Tier sehen. Und ich kann Ihnen sagen, die wollen keine 90 cm Karashi sehen, die zwar auch schon imposant sind, aber bei weitem nicht das Körpervolumen haben wie die wirklichen Tiere zwischen 100 und 105 cm. Und dieses richtig brachiale Volumen fangen die eigentlich auch erst aufzubauen, wenn sie mal, keine Ahnung, 95
bis 100 cm haben, dann fängt plötzlich an, der Körper auseinanderzugehen. Und wenn Sie ein 98 cm Exemplar für 16.000 Euro sehen wollen, wir haben hier diesen kleinen Gorbi, nennen wir ihn, viele wollten ihn sehen, bei unserem Karashi-Outlet. Der schwimmt da hinten im Becken, der hatte 98 cm, als er hier ankam. Und ich denke, dass wir ihn auch bis Herbst nächsten Jahres, wenn wir ihn nicht verkaufen, wir verkaufen ihn natürlich sehr gerne, dann wird er auch seine 100 cm haben. So, Florian, ich hoffe, dir deine Frage beantwortet zu haben. Dir weiter viel Spaß mit Koi-Hobby. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut und bis bald. Ciao.